Mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise Mama's gonna be alright. Hallo du alte Bumsbirne und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute der 22. Spieltag. Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Aber bevor es losgeht, hier die Weisheit des Monats. Not all pipi times are poo poo times. But all poo poo times are pipi times. Und jetzt, viel Spaß. Nachdem wir im letzten Heimspiel gegen Augsburg einen geilen 3:1 Heimsieg feiern durften. Den Vlog findest du im Übrigen da oben rechts, wenn du auf das i klickst. Und in Leverkusen überragend gespielt und absolut verdient 3:2 gewonnen haben, geht es heute daheim in Mainz gegen den Tabellenachten, Borussia Mönchengladbach. In dieser Saison ist alles verdammt eng in der Tabelle. Egal wo man hinschaut, wenige Punkte entscheiden über pure Freude oder bittere Verzweiflung. Und deshalb ist heute wieder ein verdammt wichtiges Spiel für uns. Wir sind gerade Neunter mit 29 Punkten und haben somit 10 Punkte Abstand zu Bochum, die auf dem Relegationsplatz stehen. Das ist schon mal ein gutes Polster, auch wenn man sich darauf sicher nicht ausruhen darf. Die Plätze für Europa sind aber auch nicht mehr so weit entfernt. Gerade mal 9 Punkte trennt uns zu Platz 6 und 10 Punkte zur Europa League. Europa League wäre schon was Geiles. Wie 2017, auch wenn wir damals nichts gerissen haben. Aber sind wir mal realistisch. Für Europa ist unsere Mannschaft nicht ausgelegt, da fehlt es ganz sicher noch an Qualität. So, nun zurück zu dem Spiel heute. Gladbach hatte es im letzten Auswärtsspiel in Berlin geschafft, gegen die Hertha sage und schreibe 4:1 zu verlieren. Aber am letzten Spieltag hatten die Gladbacher Spielglück und haben zu Hause alles rausgeholt und mit 3:2 die Bayern weggeklatscht. Wir hatten gegen die Münchner zuletzt im DFB-Pokal böse kassiert und 4:0 verloren. Den Vlog zu diesem Spiel findest du auch da oben rechts, wenn du auf das i klickst. Betrachtet man sich die Historie gegen Borussia Mönchengladbach, tun wir uns schon eher schwer. Hier mal unsere Bilanz gegen Gladbach. 33 Spiele. 9 Siege. 10 Unentschieden. Aber auch 14 Niederlagen. Die letzten 4 Partien sahen aber ganz gut aus für uns Mainzer. 2 Siege für uns und 2-mal Unentschieden geben Hoffnung, heute die 3 Punkte hier in Mainz zu lassen. Mein Spieltagstipp heute ist wieder ein 2:1 für uns. Wenn du nur die Tore dieses Spiels sehen willst, dann klicke einfach oben rechts auf das i, komm aber wieder zurück, okay? Auf geht's in die MEWA Arena. Unsere Kurve ist schon gut gefüllt. Und hier die Fans von Borussia Mönchengladbach. Der Gladbacher Block ist auch schon gut gefüllt. So, dann gehe ich mal auf mein Plätzchen. Wie immer in Reihe 5, es ist einfach ein geiler Platz. Kann man nicht anders sagen. Zum Schauen nahezu perfekt und zum Filmen geht es auch klar. So, da kommen schon die Mainzer aufs Feld zum Warmmachen. Ich blende hier mal unsere Startaufstellung ein. Und hier ist die Startelf von Borussia Mönchengladbach. Ah ja, wen haben wir denn da? Unser Schiri des Spiels. Ich könnte wetten, der Schiri war früher in der Schule immer Klassenbuchträger und hat gegen Ende der Stunde den Lehrer gefragt, ob man noch gemeinsam die Hausaufgaben kontrolliert. Und Tafeldienst hat er bestimmt immer freiwillig gemacht. Richtig ekelhaft die Pfeife. Yeah.
Kommt auf dich! Ja! Ist untersagt und strengstens verboten. Ihr schadet damit nicht nur euch selbst, sondern auch eure Verein. Hohe Geldstrafen kommen auf euch und euren Verein zu. Vor allem guckt doch mal in euer Umfeld. Ihr schadet damit auch Familie, die eventuell im Block neben euch sind. Das Abwenden von
Polizei. Rot-Rot steht 1-0 für die Fans. 1-0 Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und wenn du nicht genug von der Scheiße hier bekommen kannst, dann abonniere doch einfach kostenlos, weil er einfach auf Ehrenbruderbasis angelehntes Abo schmeckt am besten. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Spielkarte Rotes Herz. Tschüss.